Anja Bartel, 44 Jahre alt, ist Angestellte, Mutter und Ehefrau. Für ihre zweite Hochzeit will sie schlank werden und 35 Kilo abnehmen. Ich fühlte mich absolut nicht mehr begehrenswert, überhaupt nicht. Maite Kelly, 36 Jahre alt, ist Moderatorin, Sängerin, Designerin, Ehefrau und Mutter. Abspecken um jeden Preis, davon hält sie gar nichts. Ich versuche, ein gesundes Leben zu führen. Ich glaube, das mit dem schlanken Leben ist nicht mein erstes Kriterium, sondern ein gesundes Leben. Ein Thema, das fast alle Frauen lebenslang bewegt. Ist mein Körper schön? Schön genug? In 4 Monaten ist es soweit. Anja Bartel und Michael Teppe werden heiraten. Und ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Für beide ist es die zweite Ehe. Und Anja Bartel hat einen Traum. Ich habe bei meiner ersten Hochzeit geheiratet mit einem maßgeschneiderten Anzug. Also ich bin davon überzeugt, größenmäßig hatte ich da mit Sicherheit 50. Da werde ich so um die 115 Kilo gehabt haben. Da kam für mich ein Kleid gar nicht in Frage. Natürlich habe ich trotzdem gut ausgesehen, irgendwo, gar keine Frage. Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt heirate, dann möchte ich eigentlich noch mal richtig heiraten. Richtig heiraten. Dazu gehört für sie ein Kleid in Größe 40. Ein hehres Ziel, 5 Kleidergrößen weniger. Als Michael seine künftige Frau bei der Arbeit kennenlernt, wiegt sie 116 Kilo. Ich habe mich zu Beginn in meine Frau eigentlich als Mensch verliebt. Also ich habe den Mensch gesehen und habe das gar nicht abhängig gemacht von irgendwelchen Äußerlichkeiten, sondern ich habe mich einfach in sie verliebt, weil sie so als Mensch da war. Sie war da und es hat geknallt. Das ist so, wie es ist. War sehr schön. Beide haben anfangs noch andere Partner. Und so ist der Beginn ihrer Liebe kompliziert. Anja verliert damals fast 20 Kilo. Vieles in ihrem Leben bemisst sie in ihren Kilos. Bald wird sie schwanger von Michael. Nach der Schwangerschaft bin ich ja der Meinung, hat sie sich dann so ein bisschen hängen lassen und ist in diese alte Litanei zurückverfallen. Schlechte Ernährung, Coca-Cola und hast du nicht gesehen. Und dann hat sie natürlich wieder ihr Ausgangsgewicht bekommen. Und dann habe ich natürlich irgendwann angefangen zu lästern und auch zu meckern, wo ich dann gesagt habe, du, ich bin zwar in dich verliebt, ich liebe dich, daran ändert sich nichts, auch dein Aussehen nicht, aber ich kenne jetzt auch die andere Anja, die während der Stressphase abgenommen hatte. Und da habe ich mich nochmal drin verliebt und das war so ein Paket für mich, was ich eigentlich wieder zurückhaben wollte. Tja, die Ansprüche der Männer. Aber geht es nicht eher darum, zufrieden zu sein mit dem eigenen Körper? So wie die kleine Hummel Bommel in dem Kinderbuch, das Maite Kelly und Britta Sabak in Lesungen präsentieren. Ich glaube, die Frage ist, ist meine Schönheit meine Identität oder ist es meine gesamte Person? Ich glaube, dass man den gesamten Person ist der bessere Weg. Man muss auch aus dem, was man hat, irgendwie halbwegs das Beste machen. Maite Kelly singt schon seit frühester Kindheit. Du wirst bald wissen, wenn du wirklich bist. Schließ die Augen, hab nur Mut. Du wirst bald wissen. Als Mitglied der legendären Kelly Family war sie das Pummelchen in ihrer Familie. Ich wurde weniger gehänselt wegen meiner Figur, als man denken würde. Weil ich war immer jemand so, ey, komm mir nicht zu nah, ne? Sonst gibt's einen auf die Fresse, ne? So, ich war so eine Töffe. Ich war auch mal im Fußball, war ich Torwart. Ich hatte immer ganz viele Jungs als Freunde. Ich hatte immer Hose an, weiß nicht. Ich war so, ey, komm mir nicht zu nah. Ich war so die, die die Jungs verkloppt hat für meine Jungs. Weil die waren alle so Spacken. Also, weil sie meinte, setz dich auf den drauf. Ich setz mich drauf. Ne? Also, das war also... Alle hatten Respekt vor mir, weil ich war natürlich die Masse. Ne? Wenn Anja Bartel und Michael Teppe Urlaubsbilder aus den letzten Sommerferien ansehen, ist das für die 44-Jährige eher unangenehm. Ja, dann musste sie ja auch mit der Kleinen mit ins Wasser. So wie Mädchen halt sind, Papa, gehe ich nicht. Mama muss mit. Ja, dann hat sie natürlich so Sachen gehabt, wo sie dann immer sagte, so schnell wie möglich hoch, Beine zu dick, Bauch zu dick. Ja. Das war immer. Und dann habe ich ja natürlich auch immer, wie gleich sieht man es wieder, sehr provokante Bilder gemacht. Da war sie eigentlich nie so begeistert von letztendlich.
Das war immer der Tag, wo dann die schlechte Laune kam. Ja, guck mal. Aber guck dir mal die Oberschenkel an. Einmal habe ich zu ihr sogar im Streit gesagt, das ist natürlich nicht so fair, da habe ich zu ihr... Was habe ich zu dir einmal gesagt in Essen? Du frisst dich hässlich. Du frisst dich mit Gewalt hässlich, habe ich ihr gesagt. Ja, da hatte ich halt auch was getrunken gehabt und dann war auch ein bisschen die Kontinenz verloren. Je mehr er da eigentlich gegengesprochen hat, je mehr habe ich gegessen. Und für mich musste es tatsächlich Klick machen und das war letztes Jahr. Und dann habe ich auch ganz rigoros immer wieder gesagt, dann hat er immer gesagt, ja, du tust es doch auch für mich. Ich sage, nein, ich tue es absolut für mich. Es geht ums eigene Selbstbewusstsein. Wenn Maite Kelly ihre Modelinie präsentiert, fragt keiner nach ihrem Gewicht. Die Sängerin und Designerin stellt sich nur bei ihrem Hausarzt auf die Waage. Nicht aus Angst vor der Wahrheit, sondern aus Prinzip. Ich habe mein drittes Kind jetzt vor 14 Monaten auf die Welt gebracht. Ich bin jetzt eine Größe größer. Punkt. Die 12 Kilo kriege ich nicht in 3 Wochen runter. Da brauche ich 1-2 Jahre. Die Künstlerin hat das Leben mit ihren Extra-Kilos heute angenommen. In ihrer Kindheit war das anders. Ich war immer mir sehr bewusst, dass ich so aussehe, wie meine Umwelt mich sieht. Ich glaube, in der Pubertät hatte ich dieses Gefühl, über 3 Jahre, das Gefühl, ich bin im falschen Körper. Und auf einmal war ich extrem schüchtern. Das Leben in der Öffentlichkeit kennt Maite Kelly seit frühesten Tagen. Ihre Mutter bringt sie schon als Baby mit ihren Geschwistern auf die Bühne. Seit 1978 tourt die Kelly Family durch die ganze Welt und verkauft 20 Millionen Tonträger. Das war mein erstes Instrument auf der Bühne. Das Selbstbewusstsein, um heute so aufzutreten, ist langsam gewachsen. Der Erfolg anderer Musikerinnen hat Maite Mut gemacht. Alanis Morissette und 49 Blondes, viele starke Powerfrauen, die nicht eben die Schönheitsideale waren, sondern es waren starke Frauen, habe ich gesehen, in dem Musikbereich. Und dann bin ich eines Tages, habe ich irgendwann gedacht, so scheiß drauf. Und dann fing ich an, hinter den Congas zu springen und zu tanzen. Meine Geschwister alle so. Und ab dem Tag habe ich mich einfach nur bewegt auf der Bühne. Ich habe mich einfach, I had fun. Maite Kelly lässt sich die Lebensfreude nicht von Diäten verderben. Als Designerin nimmt sie die Nachteile einer üppigen Figur als Herausforderung. Die ganz große Frau, ja, das ist so, diese Figur ist die Frau, also die Figur, an der ich immer denke. Weil sie hat es noch viel, viel schwieriger, mit ihrer Größe was zu finden, was sie weiblich aussehen lassen und nicht wie ein Pottwal. Dieses Problem beschäftigt Anja Bartel ihr Leben lang. Jeder Tag beginnt bei ihr mit der gleichen Prozedur. Nach dem Aufstehen, noch vor dem ersten Kaffee, kontrolliert die 44-Jährige ihr Gewicht. Jeden Morgen. Ich gehe jeden Morgen auf die Waage und hin und wieder auch noch mal abends. Dann, wenn ich mal wirklich ganz normal gegessen habe und auch meine Pommes gegessen habe. Das ist aber für mich einfach meine Kontrolle. Dadurch kriege ich es hin. Das hat jetzt auch nichts mit Wahn zu tun, aber ich glaube, wenn ich das nur noch wöchentlich machen würde, hätte ich keine Kontrolle mehr darüber. Noch vor einem Jahr wog sie weit über 100 Kilo und ging damals schon lange nicht mehr auf die Waage. Ich wollte es auch gar nicht mehr wissen. Ich hatte immer so ein Gefühl dafür und habe gedacht, na, wirst wohl 100 Kilo schon drüber haben, war auch so. Aber ich bin nicht mehr drauf gegangen, nein. Wenn die 44-Jährige heute Urlaubsbilder ansieht, sind die Scham und die Ängste von damals wieder da. Und auch die Sprüche ihres künftigen Gatten. Ich habe auch immer gesagt, muss jetzt schon wieder so viel Mayonnaise sein? Reicht nicht mal ein bisschen weniger? Ich hab das ja auch wirklich gesagt. Guck mal. Gottes Willen. Koloss von Rhodos. Es gab da auch wirklich Krisen, wo ich auch mit meiner Freundin drüber gesprochen habe, wo ich dann auch gesagt habe, geht gar nicht.
Ich kann verstehen, dass ihm das nicht so gefällt, gar keine Frage. Aber ich konnte diese, ich habe immer gesagt, diese Boshaftigkeiten manches Mal auch nicht immer so gut vertragen. Ich fühlte mich absolut nicht mehr begehrenswert, überhaupt nicht. Wobei ich aber sagen muss, sexuell anziehend fand ich sie immer. Also ich hatte mich nie geekelt oder was, aber muss ich sagen, also ich habe nie gesagt, dass ich jetzt also auch dieses Sexuelle, es hat bei uns ja nicht nachgelassen. Ich war mir in seiner Liebe absolut sicher, wobei ich mir nie sicher gewesen wäre, ob er nicht irgendwann gegangen wäre, wenn da vielleicht mal jemand Schlankeres gekommen wäre. Aber mein Stolz hätte es nicht zugelassen, abzunehmen für ihn. Natürlich habe ich mich trotz auch wohlgefühlt. Steht auch völlig außer Frage. Aber wenn man sich die anguckt, muss man sich nicht viel vormachen. Da ist nicht mehr viel mit nett machen. Du kannst dich schminken, natürlich, du kannst die Haare schön machen, du kannst dir auch ein schönes Oberteil kaufen. Aber du siehst trotzdem immer diese Problemgeschichten. Du siehst ein Doppelkinn, du siehst einen Fresskopf. Also wenn ich das sehe, diese Dellen in den Oberarmen, nein, nein. Ich habe mich damals überhaupt nicht so empfunden, überhaupt nicht. Wie verschieden Frauen den Blick in den Spiegel empfinden. Wenn Maite Kelly sich anschaut, ist sie zufrieden mit dem, was sie sieht. Kilos hin oder her. Ich war auch nie das Mädchen, die irgendwie von allen Männern vergöttert werden musste. Mir reicht einer, mein Mann. Und dass ich mich mag, ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Ja, weißt du, also ich brauche nicht die Bestätigung der anderen Männern, um das Gefühl zu haben, ich bin eine schöne Frau oder ich bin ein guter Mensch oder so. Ne? Essen ist bei Maite und ihrem Mann Florent ein richtiges Ritual. Es soll frisch sein, aromatisch und fettarm. Beim Gastronomen Tomoyuki Takado in Karst lernen die beiden heute original japanisch zu kochen und zu genießen. Und bevor wir essen, wir sagen nicht guten Appetit, sondern empfangen das Essen mit Dankbarkeit. Mhm. Nicht, wir haben keinen Gott. Ach so, wir schon. Ich sage Gott sei Dank. Ja, also Itatakimas? Itatakimas. Itatakimas. Ja, bitte schön. Guten Appetit, sage ich. Und das wird paniert. Danach kommt noch Gemüsesoße. In der japanischen Kochschule wird meist auf Fleisch und Fisch verzichtet. Herr Hammer, ne? Ich mache beim Essen immer Geräusche. Und ich habe gemerkt, das ist genetisch, weil meine die Solen, unsere Letzte, die macht auch mal. Wenn ihr was schmeckt, macht sie. Sie ist laut. Total süß. Essen ist für uns beide eine große Leidenschaft. Und auch wenn Maite viel vorsichtiger als ich ist, sie kann vorsichtig beim Essen sein und trotzdem dabei das Essen genießen. Und ich möchte, dass wir das gemeinsam behalten. Dabei achtet Maite Kelly auf ihre Ernährung. Aber Diäten oder Schönheitsoperationen lehnt die 1,60 Meter große Künstlerin kategorisch ab. Ich glaube, ich habe eine Schwäche für Schokolade, aber die bewegt sich im Rahmen der ganz normalen Leuten. Also ich bin nicht das Klischee. Es gibt natürlich dicke Menschen, die fressen und sind deswegen auch dick. Bei mir ist das so nicht so vorhanden. Ich muss sehr viel tun, damit mein Stoffwechsel so funktioniert, halbwegs funktioniert. Und mein Mann hat genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Ich esse dreimal mehr als Maite. Und ich verbrenne alles sofort. Wenn ich den Spaß hätte, was andere hätten, dann wäre ich so. Und ich versuche ein gesundes Leben zu führen. Ich glaube, das mit dem schlanken Leben ist nicht mein erstes Kriterium, sondern ein gesundes Leben. Ihr Traum ist eine Hochzeit in Kleidergröße 40. In 4 Monaten will Anja Bartel das schaffen. Mit Trauzeugin und Tochter nähert sie sich schon mal möglichen Hochzeitskleidern. Ein Ansporn, weitere 5 Kilo hinter sich zu lassen. Die versucht sie durch eine gesündere Ernährung zu verlieren. Wenn Anja und Tochter Josephine heute kochen, dann vor allem mit frischen Zutaten. Das Mittagessen ist nicht mehr so einseitig wie früher. Immer nur Nudeln. Ja, es gab schon eigentlich alles, was schnell ging. Nudeln, Tomatensoße. Also immer Nudeln. Nicht drauf geachtet, was reinkam. Also eigentlich
Frische Tomaten haben wir nie verwendet. Und auch im Kühlschrank findet sich anderes, vielleicht gesünderes, auf dem Weg zum Traumgewicht. Da ist mehr Gesünderes drin. Aber immer noch voll. Aber wir haben heute auch mal Früchte, viel Salat, was ich mit dem Thermomix wirklich mache. Ich mache Soßen selber, die ich mir in den Kühlschrank stelle. Ich achte auf fettarmere Sachen. Malte Kelly und ihr Mann Florent Raymond zelebrieren Essen, wie hier bei der Zubereitung japanischer Lebensmittel. Zum Beispiel, Sie meinen, es gibt einen anderen Kaugeschmack bei dieser Portion wie bei dieser Portion. Ja. Das ist die Philosophie im japanischen, in der japanischen Küche. Ja. Das Schneiden. Wobei, man soll nicht übertreiben, wenn ich zu spitzig mache, das ist dann im Mund auch spitzig, ist nicht gut. Ja? Also irgendwo zu wissen, Ästhetik und dann praktisch. Praxis dazu wissen. Das genussvolle, langsame Kauen musste Maite erst lernen. Sie ist das zweitjüngste von 12 Geschwistern. In meiner Familie sind wir schnelle Esser. Und das ist Kaugeschmack ist sowas wie so das, die Antiphilosophie, die ich so von der Großfamilie kenne. Das war eher so schnell, sonst gibt es nichts mehr für die anderen drüber. Sonst gibt es nichts mehr für einen übrig. Bei 12 Kindern. Das hat sich inzwischen geändert. Der beste Esser in der Familie ist allerdings Florent. Sorry, ich krieg das noch nicht mehr runter. Ich bin völlig. Mach du ruhig, ich kann nicht mehr. Ich helfe dir. Das ist immer so. Bei uns gibt es auch nicht diese Philosophie, du musst alles aufessen. Also was wir haben, ist immer, die müssen nicht viel auf den Teller tun. Erstmal ein bisschen. Und wenn du mehr haben willst, es gibt immer genug. Vielleicht hilft ja auch etwas Humor. Anja übt noch. Die lustige Dicke. Genau, die sieht ja jeder ganz gerne und da war ja auch immer ganz spaßig mit. Und deswegen, ich habe ja auch immer zu mir gesagt, selber härter Fleischwurst. Und ich konnte also auch über mich lachen, aber es war viel Galgenhumor. Dass Mama früher viel dicker war als die meisten Mütter ihrer Freundinnen, ist offenbar für die 9-jährige Josephine kein Problem. Sie hat sich zumindest nie für mich geschämt. Nein, hat sie überhaupt nicht getan. Oder? Eigentlich nicht. Eigentlich? Ja, also ich habe mich eigentlich nie für dich geschämt. Nur einmal zum Beispiel so, als jetzt immer diese ganz schlanken, so diese ganz, ganz dünnen Mutis kam mit diesen Hackenschießchen im Minikleid und du damit langen Hosen angekommen. Ja, ich konnte ja auch schlecht im Minikleid gehen. Ne? Wird das Thema Gewicht von Müttern auf die Töchter übertragen? Maites Tochter Josephine ist sehr schlank. Eines Tages kam sie aus der Schule und glaubte, sie sei viel zu dick. Maite hat prompt reagiert. Dann habe ich ein Foto von sie gemacht und habe es ihr gezeigt. Und dann hat sie gesagt, das sieht ja ganz normal aus. Also die Wahrnehmung, die sie hatte von ihrem Bauch und der von ihrer Freundin, war völlig anders. Und das war ein Thema, der bei der Freundin ein großes Thema war. Wir gehen jetzt die Part nochmal. Jedes Jahr, jeder Tag, jede Stunde brachte mich näher zu dir. Jedes Jahr. Maite Kelly erkennt schon als Kind die wunderbare Möglichkeit, sich musikalisch auszudrücken. Ich glaube, mit Musik und mit Kunst kann man sich Lichtblicke auf jeden Fall nicht nur erträumen, sondern verwirklichen. Und das ist, ich glaube, es gibt nur wenig Dinge, die wirklich umsonst sind, wofür man nicht viel braucht, außer Hingabe, ist Musik und Tanz. Und das ist einfach was die Seele mit dem Körper vereint.
Mit dem Musiker und Komponisten Johannes Stankowski aus Köln arbeitet Maite Kelly schon lange zusammen. Er produziert ihre Lieder für die Hummelbücher und schreibt eigene Kindersongs. Mir so gut gefällt. Wow. Das war ein bisschen zu. Das war sensual. Gerade ist sein zweites Album erschienen, auf dem Maite den Background-Chor singt. Machen wir ein bisschen mehr neutral. Mir so gut gefällt. Noch 3 Monate bis zur Hochzeit. Innerhalb eines Jahres hat Anja Bartel jetzt mehr als 30 Kilo abgenommen. Harte Arbeit. Die letzten paar Pfunde, die sie noch stören, will sich die 44-Jährige beim Training mit Aqua-Gymnastik abtrainieren. Zusätzlich geht sie jeden Tag auf ihren Stepper. Ich mag Sport überhaupt nicht. Komischerweise, ich bin also kein Sportfreund, aber ich tu's. Sie weiß, sie muss sich bewegen. Und der enorme Gewichtsverlust hat zu überflüssiger Haut am Körper gesorgt. Die stört sie. Natürlich ist es am Bauch ein bisschen, gar keine Frage. Die meisten Stellen sind ja eigentlich an den Oberschenkeln. Und da ist eigentlich das Einzige, wo ich für mich sage, da versuche ich was zu verfestigen. Eventuell die Arme noch. Aber das geht noch. Finde ich jetzt nicht so super schlimm. Maite Kelly steht seit frühester Kindheit im Mittelpunkt und wird ständig beobachtet und beurteilt. Vor allem provoziert ihr Gewicht immer wieder neue Diskussionen. Es gibt eine neue Bewegung, also die neue Generation, wo eine gewisse Selbstverständlichkeit seiner Figur gegenüber auch zelebriert wird. Das gab es in meiner Generation nicht. Auch deshalb ergreift sie vor 6 Jahren die Chance, Mode für große Größen zu designen. Und hat einen eigenen Modeblog. Wie immer, mein Schößchen-Schnitt ist immer dabei. Diesmal mit so einem kleinen Neonfarbe mit dabei. Es hat so einen sporty Touch. Was ich sehr darauf achte, sind die Längen. Und nicht nur die Weiten, sondern die Proportionen. An den Ärmeln, an den, wenn sie sich hinsetzt, das Kleid muss lang genug sein. Muss davon nicht zu lang sein, dass sie aussieht, als wäre sie nur einfach nur ein Zelt, ja, so wie ein Tannenbaum. Also ich finde diese das Tannenbaumgefühl, ich bin kein Tannenbaum. Ja, ich bin nicht ein Zelt, ja, den man einfach so rüberdeckt. Dieses Gefühl kennt Anja Bartel nur zu gut, aus der Vergangenheit. Nach 4 Kleidergrößen weniger hat sie erstmal ihren Schrank ausgemistet. Also für mich ist das heute eigentlich, ja, dann ist eigentlich mein Erfolg. Der zeigt meinen Erfolg an und das ist gut so. Also ich habe eigentlich wirklich rigoros alles weggeschmissen und bin da auch ganz froh drüber. Aber ich habe noch so eine Hose, die habe ich auch behalten und da denke ich immer, um Gottes Willen. Aber es ist so, ist mein Leben. Ein Drittel ihres alten Körpergewichts ist weg. Ich habe mich früher nicht so dick empfunden, überhaupt nicht. Man hat ja wirklich ein völlig falsches Bild von sich. Als wir im Urlaub waren, meine Tochter machte Fotos von mir und ich habe die hinterher gesehen. Ich war geschockt. Ich habe gedacht, das kannst du nicht sein. Also es war ein Fresskopf, es war ein runder Kopf, es war überhaupt nichts Schönes dabei, es war alles Spack, es war alles dick. Und da habe ich gesagt, reicht jetzt. Wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, dann gehe ich abnehmen. Dann werde ich das tun und dann ziehe ich das durch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es schaffe, aber ich habe es geschafft. Ja, das ist der Beweis, ja. Wie fühlt es sich an, nochmal in die alte Lieblingsjeans zu steigen? Und was ist mit dem berüchtigten Jojo-Effekt? Ich habe schon mal vor Jahren viel abgenommen, war aber eine andere Geschichte. Da war es nicht gewollt, es war eine Trennungsgeschichte. Da hatte ich schon mal so viel abgenommen. Da war die ganze Sache aber anders. Das ist heute bewusster. Dadurch, dass ich das wirklich mit Diät gemacht habe und bewusst gemacht habe, es war ein Wollen und es ist auch jetzt ein Wollen, es zu halten. Das war damals nicht so präsent, definitiv nicht. Also ich würde im Moment sagen ad hoc, nein, da gehe ich nicht noch mal rein. Aber man soll ja nie, nie sagen. Zweifel? Alte und neue Ängste? Was ist denn schön? Natürlich kann man als dicke Frau schön sein, gar keine Frage.
Und ich verpöne das auch nicht, dick zu sein, überhaupt nicht, habe ich nie getan. Aber für meine Begriffe möchte ich das nicht mehr sein und ich kann für mich nicht behaupten, dass ich mich als dicke Frau besser und schöner gefühlt habe. Nein, ganz bestimmt nicht. Ein echtes Energiebündel. Auch wenn sie nach der Geburt ihrer dritten Tochter noch nicht wieder ihr altes Wohlfühlgewicht hat, Maite Kelly ist stolz auf ihre Erfolge, auf ihr Leben in Bewegung. Sport, Tanzen, ich bin ein sehr beweglicher Mensch. Und Gott hat mir sehr, sehr viele Talente mitgegeben, womit ich auch nicht gerechnet habe. Also er hat mir umso mehr Compensation, er hat mich verwöhnt, ja, auch vielleicht um das auszugleichen. Styling, Schminken, toll wirken. Seit 6 Jahren entwirft Maite Kelly Kleidung für große Größen und präsentiert sie selbstbewusst. Ich muss jetzt nicht die Erwartung erfüllen, makellos zu sein, sondern dass ich Kurven und mehr Wellen und Dellen habe, das gehört einfach zu mir dazu. Und die Mode, die ich präsentiere, kommt mit den Wellen und Dellen ja ganz gut klar. Wir sind gut miteinander, so. Sie will ohne Wellen und Dellen zum Traualtar. Anja Bartel ist mit Tochter Josephine und ihrer Trauzeugin im Brautmodengeschäft. Heute will sie ihr Hochzeitskleid aussuchen und anprobieren. Für diesen Tag hat sie mehr als 1 Jahr gearbeitet und sich gequält. Von Größe 50 auf 40. In dem Kleid sehen Sie halt auch, dass es eine sehr schöne schmale Taille zaubert. Und das ist, finde ich, auch. Was heißt hier zaubert? Ich bitte Sie. Vom Jahr wäre ich in so ein Kleid gar nicht reingegangen. Never. Wäre gar nicht gegangen. Ich habe damals einen Hosenanzug geheiratet, ja. Schön in Größe 48. Ja, ziehen wir noch mal ein anderes an, glaube ich. Okay. Anja Bartel hat sich entschieden. Das passende Hochzeitskleid in ihrer Traumgröße. Den passenden Mann hat sie ja schon länger. Wer ist skeptischer, ob die Figur so bleibt? Und sind Aussehen und Gewicht die Garantie für ein gutes Zusammenleben? Ja, wenn sie wieder zunehmen würde, würde grundsätzlich an der Liebe zu ihr nichts verändern. Ich werde natürlich, so schätze ich mich jetzt ein, so vom Typ, würde natürlich schon weiter versuchen, dann immer wieder zu penetrieren und zu sagen, hör mal du, das eine ist die Liebe, das andere ist das Visuelle. Und als Mann ist es ja genauso schön, wenn ich dann mit meiner Frau rausgehe und andere gucken auch hinterher. Sag ich mal, bis zu einem gewissen Grad finde ich das ja auch toll. Als Maite und Florent vor 11 Jahren heiraten, spielt die Größe ihres Hochzeitskleides überhaupt keine Rolle. Klar, mein Mann kann mich nicht die Treppe hochtragen. Ja? Es gibt gewisse Lebensqualitäten, die ich nicht ausleben kann. Das ist Fakt. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, ob dick, dünn, extrem intelligent, vielleicht auch sehr naiv, klein, groß. Ich glaube, jeder Mensch im Kern hat die Herausforderung, mit seinen Schwächen zu lernen, nicht nur umzugehen, sondern es sogar anzunehmen. Zwei Frauen und ihr Körper. Den eigenen Körper anzunehmen. Nicht nur für Frauen, oft ein lebenslanges Thema. Zu finden, was sie weiblich aussehen lassen und nicht wie ein Pottwal. Dieses Problem beschäftigt Anja Bartel ihr Leben lang. Jeder Tag beginnt bei ihr mit der gleichen Prozedur. Nach dem Aufstehen, noch vor dem ersten Kaffee, kontrolliert die 44-Jährige ihr Gewicht. Jeden Morgen. Ich gehe jeden Morgen auf die Waage und hin und wieder auch noch mal abends. Dann, wenn ich mal wirklich ganz normal gegessen habe und auch meine Pommes gegessen habe. Das ist aber für mich einfach meine Kontrolle. Dadurch kriege ich es hin. Das hat jetzt auch nichts mit Wahn zu tun, aber ich glaube, wenn ich das nur noch wöchentlich machen würde, hätte ich keine Kontrolle mehr darüber.
Noch vor einem Jahr wog sie weit über 100 Kilo und ging damals schon lange nicht mehr auf die Waage. Ich wollte es auch gar nicht mehr wissen. Ich hatte immer so ein Gefühl dafür und habe gedacht, na, wirst wohl 100 Kilo schon drüber haben, war auch so. Aber ich bin nicht mehr drauf gegangen, nein. Wenn die 44-Jährige heute Urlaubsbilder ansieht, sind die Scham und die Ängste von damals wieder da. Und auch die Sprüche ihres künftigen Gatten. Ich habe auch immer gesagt, muss hier schon wieder so viel Mayonnaise sein? Reicht nicht mal ein bisschen weniger? Ich hab das ja auch wirklich gesagt. Guck mal. Gottes Willen. Der Koloss von Rhodos. Es gab da auch wirklich Krisen, wo ich auch mit meiner Freundin drüber gesprochen habe, wo ich dann auch gesagt habe, geht gar nicht. Ich kann verstehen, dass ihm das nicht so gefällt, gar keine Frage. Aber ich konnte diese, ich habe immer gesagt, diese Boshaftigkeiten manches Mal auch nicht immer so gut vertragen. Ich fühlte mich absolut nicht mehr begehrenswert, überhaupt nicht. Wobei ich aber sagen muss, sexuell anziehend fand ich sie immer. Also ich hatte mich nie geekelt oder was, aber muss ich sagen, also ich habe nie gesagt, dass ich jetzt also auch dieses Sexuelle, es hat bei uns ja nicht nachgelassen. Ich war mir in seiner Liebe absolut sicher, wobei ich mir nie sicher gewesen wäre, ob er nicht irgendwann gegangen wäre, wenn da vielleicht mal jemand Schlankeres gekommen wäre. Aber mein Stolz hätte es nicht zugelassen, abzunehmen für ihn. Natürlich habe ich mich trotz auch wohl gefühlt. Das steht auch völlig außer Frage. Aber wenn man sich die anguckt, muss man sich nicht viel vormachen. Da ist nicht mehr viel mit nett machen. Du kannst dich schminken, natürlich, du kannst die Haare schön machen, du kannst dir auch ein schönes Oberteil kaufen. Aber du siehst trotzdem immer diese Problemgeschichten. Du siehst ein Doppelkinn, du siehst einen Fresskopf. Also wenn ich das sehe, diese Dellen in den Oberarmen, nein, nein. Ich habe mich damals überhaupt nicht so empfunden, überhaupt nicht. Wie verschieden Frauen den Blick in den Spiegel empfinden. Wenn Maite Kelly sich anschaut, ist sie zufrieden mit dem, was sie sieht. Kilos hin oder her? Ich war auch nie das Mädchen, die irgendwie von allen Männern... Zum Beispiel, Sie meinen, es gibt einen anderen Kaugeschmack bei dieser Portion wie bei dieser Portion. Ja. Das ist die Philosophie in der japanischen Küche. Ja. Das Schneiden. Wobei, man soll nicht übertreiben, wenn ich zu spitzig mache. Das ist dann im Mund auch spitzig, ist nicht gut. Ja? Also irgendwo zu wissen, Ästhetik und dann praktisch. So, Praxis dazu wissen. Das Genussvolle. Langsame Kauen musste Maite erst lernen. Sie ist das zweitjüngste von 12 Geschwistern. In meiner Familie sind wir schnelle Esser. Und das ist Kaugeschmack ist sowas wie so das, die Anti-Philosophie, die ich so von der Großfamilie kenne. Das war eher so schnell, sonst gibt es nichts mehr für die anderen drüber. Sonst gibt es nichts mehr für einen übrig. Bei 12 Kindern. Das hat sich inzwischen geändert. Der beste Esser in der Familie ist allerdings Florent. Sorry, ich krieg das nur nicht mehr runter. Ich bin völlig. Mach du ruhig, ich kann nicht mehr. Ich helfe dir. Das ist immer so. Bei uns gibt es auch nicht diese Philosophie, du musst alles aufessen. Also was wir haben, ist immer... Die müssen nicht viel auf den Teller tun, erst mal ein bisschen. Und wenn du mehr haben willst, es gibt immer genug. Vielleicht hilft ja auch etwas Humor. Anja übt noch. Die lustige Dicke, genau. Die sieht ja jeder ganz gerne und da war ja auch immer ganz spaßig mit. Und deswegen, ich habe ja auch immer zu mir gesagt, selber härter Fleischwurst. Und ich konnte also auch über mich lachen, aber es war viel Galgenhumor. Dass Mama früher viel dicker war als die meisten Mütter ihrer Freundinnen, ist offenbar für die 9-jährige Josephine kein Problem. Sie hat sich zumindest nie für mich geschämt. Nein, hat sie überhaupt nicht getan. Oder? Eigentlich nicht. Eigentlich? Ja, eigentlich, also ich habe mich eigentlich nie für dich geschämt. Nur einmal zum Beispiel so, als jetzt immer diese ganz schlanken, so diese ganz, ganz dünnen Motive. Kam mit diesen Hackenschietchen im Minikleid und du dann mit langen Hosen angekommen. Ja, ich konnte ja auch schlecht im Minikleid gehen. Ne? Wird das Thema Gewicht von Müttern auf die Töchter übertragen?
Maites Tochter Josephine ist sehr schlank. Eines Tages kam sie aus der Schule und glaubte, sie sei viel zu dick. Maite hat prompt reagiert. Dann habe ich ein Foto von sie gemacht und habe es ihr gezeigt. Das Instrument auf der Bühne. Das Selbstbewusstsein, um heute so aufzutreten, ist langsam gewachsen. Der Erfolg anderer Musikerinnen hat Maite Mut gemacht. Alanis Morissette und Fiona Blondes, viele starke Powerfrauen, die nicht eben die Schönheitsideale waren, sondern es waren starke Frauen, habe ich gesehen, in dem Musikbereich. Und dann bin ich eines Tages, habe ich irgendwann gedacht, so scheiß drauf. Und dann fing ich an, hinter den Congas zu springen und zu tanzen. Meine Geschwister alle so. Und ab dem Tag habe ich mich einfach nur bewegt auf der Bühne. Ich habe mich einfach, I had fun. Maite Kelly lässt sich die Lebensfreude nicht von Diäten verderben. Als Designerin nimmt sie die Nachteile einer üppigen Figur als Herausforderung. Die ganz große Frau, ja, das ist so, diese Figur ist die Frau, also die Figur, an der ich immer denke. Weil sie hat es noch viel, viel schwieriger, mit ihrer Größe was zu finden, was sie weiblich aussehen lassen und nicht wie ein Pottwal. Dieses Problem beschäftigt Anja Bartel ihr Leben lang. Jeder Tag beginnt bei ihr mit der gleichen Prozedur. Nach dem Aufstehen, noch vor dem ersten Kaffee, kontrolliert die 44-Jährige ihr Gewicht. Jeden Morgen. Ich gehe jeden Morgen auf die Waage und hin und wieder auch noch mal abends. Dann, wenn ich mal wirklich ganz normal gegessen habe und auch meine Pommes gegessen habe. Das ist aber für mich einfach meine Kontrolle. Dadurch kriege ich es hin. Das hat jetzt auch nichts mit Wahn zu tun, aber ich glaube, wenn ich das nur noch wöchentlich machen würde, hätte ich keine Kontrolle mehr darüber. Noch vor einem Jahr wog sie weit über 100 Kilo und ging damals schon lange nicht mehr auf die Waage. Ich wollte es auch gar nicht mehr wissen. Ich hatte immer so ein Gefühl dafür und habe gedacht, na, wirst wohl 100 Kilo schon drüber haben, war auch so. Aber ich bin nicht mehr drauf gegangen, nein. Wenn die 44-Jährige heute Urlaubsbilder ansieht, sind die Scham und die Ängste von damals wieder da. Und auch die Sprüche ihres künftigen Gatten. Ich habe auch immer gesagt, muss jetzt schon wieder so viel Mayonnaise sein? Reicht nicht mal ein bisschen weniger? Ich hab das ja auch wirklich gesagt. Guck mal. Gottes Manns Willen. Der Koloss von Rhodos. Es gab da auch wirklich Krisen, wo ich auch mit meiner Freundin drüber gesprochen habe, wo ich dann auch gesagt habe, geht gar nicht. Ich kann verstehen, dass ihm das nicht so gefällt, gar keine Frage. Aber ich konnte diese, ich habe immer gesagt, diese Boshaftigkeiten manches Mal auch nicht immer so gut vertragen. Ich fühlte mich absolut nicht mehr begehrenswert, überhaupt nicht. Wobei ich aber sagen muss, sexuell anziehend fand ich sie immer. Also ich hatte mich nie geekelt oder was, aber muss ich sagen, also ich habe nie gesagt, dass ich jetzt also auch dieses Sexuelle, es hat bei uns ja nicht nachgelassen. Ich war mir in seiner Liebe absolut sicher, wobei ich mir nie sicher gewesen wäre, ob er nicht irgendwann gegangen wäre, wenn da vielleicht mal jemand Schlankeres gekommen wäre. Aber mein Stolz hätte es nicht zugelassen, abzunehmen für ihn. Natürlich habe ich mich trotz auch wohl gefühlt, steht auch völlig außer Frage. Aber wenn man sich die anguckt, muss man sich nicht viel vormachen. Da ist nicht mehr viel mit nett machen. Du kannst dich schminken, natürlich, du kannst die Haare schön machen, du kannst dir auch ein schönes Oberteil kaufen. Aber du siehst trotzdem immer diese Problemgeschichten. Du siehst ein Doppelkinn, du siehst einen Fresskopf. Also wenn ich das sehe, diese Dellen in den Oberarmen, nein, nein. Ich habe mich damals überhaupt nicht so empfunden, überhaupt nicht. Wie verschieden Frauen den Blick in den Spiegel empfinden. Wenn Maite Kelly sich anschaut, ist sie zufrieden mit dem, was sie sieht. Kilos hin oder her. Ich war auch nie das Mädchen, die irgendwie von allen Männern vergöttert werden musste. Mir reicht einer, mein Mann. Und dass ich mich mag, ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Ja, weißt du, also ich brauche nicht die Bestätigung der anderen Männern, um das Gefühl zu haben, ich bin eine schöne Frau oder ich bin ein guter Mensch oder so. Ne? Essen ist bei Maite und ihrem Mann Florent ein richtiges Ritual.
Es soll frisch sein, aromatisch und fettarm. Beim Gastronomen Tomoyuki Takado in Karst lernen die beiden, heute original japanisch zu kochen und zu genießen. Und bevor wir essen, wir sagen nicht guten Appetit, sondern empfangen das Essen mit Dankbarkeit. Mhm. Nicht, wir haben keinen Gott. Ach so, wir schon. Ich sage Gott sei Dank. Ja, also Itata Kimas? Itata Kimas. Itata Kimas. Ja, bitte schön. Guten Appetit, sage ich. Und das wird paniert. Danach kommt noch Gemüsesoße. In der japanischen Kochschule wird meist auf Fleisch und Fisch verzichtet. Herr Hammer, ne? Ich mache beim Essen immer Geräusche und ich habe gemerkt, das ist genetisch, weil meine die Solen, unsere Letzte, die macht auch mal. Wenn ihr was schmeckt, macht sie Sie ist laut. Total süß. Essen ist für uns beide eine große Leidenschaft. Und auch wenn Maite viel vorsichtiger als ich ist, sie kann vorsichtig beim Essen sein und trotzdem dabei. Ich mache beim Essen immer Geräusche. Und ich habe gemerkt, das ist genetisch, weil meine die Solen, unsere Letzte, die macht auch mal. Wenn ihr was schmeckt, macht sie Sie ist laut. Total süß. Essen ist für uns beide eine große Leidenschaft. Und auch wenn Maite viel vorsichtiger als ich ist, sie kann vorsichtig beim Essen sein und trotzdem dabei das Essen genießen. Und ich möchte, dass wir das gemeinsam behalten. Dabei achtet Maite Kelly auf ihre Ernährung. Aber Diäten oder Schönheitsoperationen lehnt die 1,60 Meter große Künstlerin kategorisch ab. Ich glaube, ich habe eine Schwäche für Schokolade, aber die bewegt sich im Rahmen der ganz normalen Leuten. Also ich bin nicht das Klischee. Es gibt natürlich dicke Menschen, die fressen und sind deswegen auch dick. Bei mir ist das so nicht so vorhanden. Ich muss sehr viel tun, damit mein Stoffwechsel so funktioniert, halbwegs funktioniert. Und mein Mann hat genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Ich esse dreimal mehr als Maite. Und ich verbrenne alles sofort. Wenn ich den Spaß hätte, was andere hätten, dann wäre ich so. Und ich versuche ein gesundes Leben zu führen. Ich glaube, das mit dem schlanken Leben ist nicht mein erstes Kriterium, sondern ein gesundes Leben. Ihr Traum ist eine Hochzeit in Kleidergröße 40. In 4 Monaten will Anja Bartel das schaffen. Mit Trauzeugin und Tochter nähert sie sich schon mal möglichen Hochzeitskleidern. Ein Ansporn, weitere 5 Kilo hinter sich zu lassen. Die versucht sie durch eine gesündere Ernährung zu verlieren. Wenn Anja und Tochter Josephine heute kochen, dann vor allem mit frischen Zutaten. Das Mittagessen ist nicht mehr so einseitig wie früher. Immer nur Nudeln. Ja, es gab schon eigentlich alles, was schnell ging. Nudeln, Tomatensoße. Also immer Nudeln. Nicht drauf geachtet, was reinkam. Also eigentlich frische Tomaten haben wir nie verwendet. Und auch im Kühlschrank findet sich anderes, vielleicht gesünderes, auf dem Weg zum Traumgewicht. Da ist mehr Gesünderes drin. Aber immer noch voll. Aber wir haben heute auch mal Früchte, viel Salat, was ich mit dem Thermomix wirklich mache. Ich mache Soßen selber, die ich mir in den Kühlschrank stelle. Ich achte auf fettarmere Sachen. Maite Kelly und ihr Mann Florent Raymond zelebrieren Essen, wie hier bei der Zubereitung japanischer Lebensmittel. Noch 3 Monate bis zur Hochzeit. Innerhalb eines Jahres hat Anja Bartel jetzt mehr als 30 Kilo abgenommen. Harte Arbeit. Die letzten paar Pfunde, die sie noch stören, will sich die 44-Jährige beim Training mit Aquagymnastik abtrainieren. Zusätzlich geht sie jeden Tag auf ihren Stepper. Ich mag Sport überhaupt nicht. Komischerweise, ich bin also kein Sportfreund, aber ich tu's. Sie weiß, sie muss sich bewegen. Und der enorme Gewichtsverlust
hat zu überflüssiger Haut am Körper gesorgt. Die stört sie. Natürlich ist es am Bauch ein bisschen, gar keine Frage. Die meisten Stellen sind ja eigentlich an den Oberschenkeln. Und da ist eigentlich das Einzige, wo ich für mich sage, da versuche ich was zu verfestigen. Eventuell die Arme noch, aber das geht noch. Finde ich jetzt nicht so super schlimm. Maite Kelly steht seit frühester Kindheit im Mittelpunkt und wird ständig beobachtet und beurteilt. Vor allem provoziert ihr Gewicht immer wieder neue Diskussionen. Es gibt eine neue Bewegung, also die neue Generation, wo eine gewisse Selbstverständlichkeit seiner Figur gegenüber auch zelebriert wird. Und das gab es in meiner Generation nicht. Auch deshalb ergreift sie vor 6 Jahren die Chance, Mode für große Größen zu designen. Und hat einen eigenen Modeblog. Ja. Wie immer, mein Schößchen-Schnitt ist immer dabei. Diesmal mit so einem kleinen Neonfarbe mit dabei. Es hat so einen sporty Touch. Was ich sehr darauf achte, sind die Längen und nicht nur die Weiten, sondern die Proportionen. An den Ärmeln, wenn sie sich hinsetzt, das Kleid muss lang genug sein. Muss davon nicht zu lang sein, dass sie aussieht, als wär sie nur einfach nur ein Zelt, ja, so wie ein Tannenbaum. Also ich finde diese das Tannenbaumgefühl, ich bin kein Tannenbaum. Ja, ich bin nicht ein Zelt, ja, den man einfach so rüberdeckt. Dieses Gefühl kennt Anja Bartel nur zu gut. Aus der Vergangenheit. Nach 4 Kleidergrößen weniger hat sie erstmal ihren Schrank ausgemistet. Also für mich ist das heute eigentlich, ja, dann ist eigentlich mein Erfolg. Der zeigt meinen Erfolg an. Das ist gut so. Also ich habe eigentlich wirklich rigoros alles weggeschmissen und bin da auch ganz froh drüber. Aber ich habe noch so eine Hose, die habe ich auch behalten. Und da denke ich immer, um Gottes Willen. Aber es ist so, ist mein Leben. Ein Drittel ihres alten Körpergewichts ist weg. Ich habe mich früher nicht so dick empfunden, überhaupt nicht. Man hat ja wirklich einen völlig falschen Mode für große Größen zu designen und hat einen eigenen Modeblog. Ja. Wie immer, mein Schößchen-Schnitt ist immer dabei. Diesmal mit so einem kleinen Neonfarbe mit dabei. Es hat so einen sporty Touch. Was ich sehr darauf achte, sind die Längen und nicht nur die Weiten, sondern die Proportionen. An den Ärmeln, wenn sie sich hinsetzt, das Kleid muss lang genug sein, muss davon nicht zu lang sein, dass sie aussieht, als wär sie nur einfach nur ein Zelt, ja, so wie ein Tannenbaum. Also ich finde diese das Tannenbaumgefühl, ich bin kein Tannenbaum, ja, ich bin nicht ein Zelt, ja, den man einfach so rüberdeckt. Dieses Gefühl kennt Anja Bartel nur zu gut. Aus der Vergangenheit. Nach 4 Kleidergrößen weniger hat sie erstmal ihren Schrank ausgemistet. Also für mich ist das heute eigentlich, ja, dann ist eigentlich mein Erfolg. Der zeigt meinen Erfolg an. Das ist gut so. Also ich habe eigentlich wirklich rigoros alles weggeschmissen und bin da auch ganz froh drüber. Aber ich habe noch so eine Hose, die habe ich auch behalten. Und da denke ich immer, um Gottes Willen. Aber es ist so, ist mein Leben. Ein Drittel ihres alten Körpergewichts ist weg. Ich habe mich früher nicht so dick empfunden, überhaupt nicht. Man hat ja wirklich ein völlig falsches Bild von sich. Als wir im Urlaub waren, meine Tochter machte Fotos von mir und ich habe die hinterher gesehen. Ich war geschockt. Ich habe gedacht, das kannst du nicht sein. Also es war ein Fresskopf, es war ein runder Kopf, es war überhaupt nichts Schönes dabei, es war alles Spack, es war alles dick. Und da habe ich gesagt, reicht jetzt. Wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, dann gehe ich abnehmen. Dann werde ich das tun und dann ziehe ich das durch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es schaffe, aber ich habe es geschafft. Ja, das ist der Beweis, ja. Wie fühlt es sich an, nochmal in die alte Lieblingsjeans zu steigen? Und was ist mit dem berüchtigten Jojo-Effekt? Ich habe schon mal vor Jahren viel abgenommen, war aber eine andere Geschichte. Da war es nicht gewollt, es war eine Trennungsgeschichte. Da hatte ich schon mal so viel abgenommen. Da war die ganze Sache aber anders. Das ist heute bewusster. Dadurch, dass ich das wirklich mit Diät gemacht habe und bewusst gemacht habe, es war ein Wollen und es ist auch jetzt ein Wollen, es zu halten. Das war damals nicht so präsent, definitiv nicht.
Also ich würde im Moment sagen, ad hoc, nein, da gehe ich nicht noch mal rein. Aber man soll ja nie, nie sagen. Zweifel? Alte und neue Ängste? Was ist denn schön? Natürlich kann man als dicke Frau schön sein, gar keine Frage. Und ich verpöne das auch nicht, dick zu sein, überhaupt nicht, habe ich nie getan.